Daniela Katzenberger lüftet ihr Verhütungsgeheimnis. Die TV-Bekanntheit entscheidet sich vor rund 2 Jahren für eine Sterilisation. Den Entschluss fasst die Blondine nach einem für sie erschreckenden Frauenarztbesuch. Dabei entdeckt der Mediziner in Danielas Brust mehrere Zysten, die unter anderem durch die Einnahme der Pille entstehen können. In dem Reality-Sternchen löst dieser Fund großes Unwohlsein aus. Und da hatte ich einfach kein gutes Gefühl mehr und auch Angst, dass sich aus den Zysten etwas entwickeln könnte. Daher entschließt sich Daniela, das Risiko mit dem Wechsel zu einer dauerhaften Verhütungsmethode zu minimieren. Auch ihr Alter ist für sie ein Argument für die Sterilisation. Unabhängig davon werde ich jetzt 38. Ich habe eine wunderbare Tochter und Sophia ist das Wichtigste für mich. Daniela ist die Familienplanung wohl endgültig abgeschlossen.